Habibs Mutter sieht das Leben in der Stadt mit gemischten Gefühlen. Als wir noch Nomaden waren, waren wir uns viel näher. Wir haben uns immer besucht. Heute sehen wir uns nur noch selten. Jeder ist mit sich selbst beschäftigt. All die Nähe und Freundlichkeit sind verschwunden. Die iranische Gesellschaft ist eine der wichtigsten Zentren der Nomaden immer noch in der Welt. Und es gibt viele, viele Stämme da. Insgesamt habe ich gelesen, dass 96 Stämme im Iran existieren. Und ein von diesen Stämmen ist Bakhtiari-Stamm. Aber dieser Stamm ist der bevölkerungsreichste Stamm im Iran. So ungefähr im Jahr 1985 hat man gesagt, 18% der Bevölkerung stammen aus diesem Stamm, nur aus diesem einen Stamm. Und die haben ein Land so groß wie die Schweiz. Das ist ihr Territorium. Und jetzt seit nur 40 Jahren gibt es Studien über die Bevölkerung und richtig moderne Statistiken, weil bis dahin gab es keinen modernen Staat, der solche Studien durchführen konnte. Vorher gab es nur Reiseberichte, vor allem Europäer, Deutsche, Franzosen oder Engländer, die diese Region bereist haben. Vor allem, weil die ersten Ölquellen in dieser Region entdeckt worden sind, in der Bakhtiari-Region. Und das war dann vom Interesse, deswegen hat man versucht, diese Menschen zu studieren. Es gibt viele Unterkategorien, die man nicht so direkt ins Deutsche übersetzen kann. Aber die sind dann sehr wichtig, ökonomisch wichtig und in Bezug auf Identität und auch sozial, wo man eingeordnet ist. Also ganz oben sind Lands, sind zwei Lands bei Bakhtiaris. Dann, wenn man nach unten kommt, sind sie Ils. Dann immer nach unten gibt es dann andere Kategorien. Dann jede Ebene hat auch ihre eigene Hauptlinie, die alles organisieren. Eigentlich ist dann das politische und Verwaltungsebene, das, was mit der Zentralregierung Kontakt hat. Und da, der Chef ist Khan. Khan ist aber kein natürlicher Titel, sondern entstanden durch die Zentralregierung. Dadurch, dass die Zentralregierung Kontrolle über diese Stammesgruppen haben wollte und sie haben den Begriff Khan angeführt. Ist eigentlich die höchste Ebene, die es gibt, natürliche Ebene. Das heißt, da der Stammeshauptling, oder man kann Stamm vielleicht in Taifa übersetzen. Und der Chef heißt Kalantar. Und diese Kalantar hat Vertreter auf der Tiere-Ebene. Und die nennt man Katroda. Das heißt, ein Rat von Chefs, Häuptlinge von Tiere. Die Entscheidungen werden dann an Kalantar weitergegeben, auf der Taifa-Ebene. Und hier, die Tiras, sind es verschiedene Tiras, aber ein Tira, der mehr Mitglieder hat, ist einflussreicher. Mehr Mitglieder heißt mehr Macht und mehr Tiere als Schafe. Und dann gibt es wieder unter Kategorien Tash, Aulad, Fana. Hier, Khanewar, ist ungefähr dann 10 Familien sind ein Khanewar. Das heißt, wenn man hier eingeordnet ist, dann kann man genau verfolgen, wo man herkommt. Und das ist auch die erste Frage, die gestellt wird: Wer bist du, wenn man in diesen Stammesgebieten ist? Und man sagt nicht, ich bin der, ich bin Beru zum Beispiel, man sagt, ich bin der erstmal. Also man geht zurück zu der Taifa-Ebene. Und dann fragt man, wessen Sohn du bist oder aus welchem Khanewar du stammst, und dann kann man sich einordnen. Das heißt, wenn man da ist als Individuum, kann man sehr gut zurückverfolgt werden, aus welcher Ecke man kommt. Persönliche Bindungen oder Hochzeitsbindungen basieren auch auf sehr persönlicher Ebene. Das heißt, die Hochzeiten finden zwischen Cousins und Cousinen statt, ganz häufig, und höchstens auf der Ebene von Tash. Das heißt hier oder auf Ebene von Tira. Die sind die meisten Hochzeiten, die stattfinden. Und dementsprechend haben sie auch viele Begriffe, ob man die Tochter von seinem Onkel heiratet
oder die Tochter von Onkel mutterlicherseits, vaterlicherseits, Tante mutterlicherseits, oder dann haben sie alle Namen. Es gibt dann Amu, Amme, Khale, Dai, dann weiß man genau, wenn man geheiratet hat, weil das ist sehr wichtig zu wissen, dass man innerhalb der Gruppe bleibt. Man hat einen sehr festen Platz dann. Natürlich, die Gesellschaft war so, ich werde dann erklären, wie sich diese Gesellschaft verändert hat im Laufe der Zeit, aber was ich jetzt erzähle, ist über den Stand von Bakhtiaris, bevor sie von Modernisierungsprozessen betroffen worden sind. Im Iran gibt es zwei Formen von Wanderungen. Es gibt horizontale und vertikale. Horizontal ist, wenn man auf eine Ebene wandert, das heißt, es gibt keine hohen Unterschiede, und die finden normalerweise in den Wüsten statt oder da, wo es Oasen gibt, dass die Richtung von Immigration nicht klar ist, dass die Zeit nicht klar ist und dass es auch keine hohe Temperaturunterschiede gibt. Und da hat man normalerweise Kamelen oder Ziegen. Aber Bakhtiaris, die wandern nicht so, sondern die wandern vertikal, das heißt von niedrigeren Ebenen am Persischen Golf, wo es sehr warm ist und wo sie im Winter halt leben. Dann wandern sie hoch in die Berge Anfang Frühling, so gegen April oder Anfang Mai. Diese Distanz kann zwischen 300 Kilometer sein und 80, je nachdem, welchem Stamm man angehört, hat man einen festen Platz auf den Sommerweiden und Winterweiden. Und die Plätze sind auch sehr fest definiert, das heißt, wenn man auch wegwandert, gibt es Steine, die zeigen, welche Familie da wohnt, auch seit Generationen eigentlich da wohnt. Diese Bedeutung von diesen Steinen ist sehr wichtig. Die Strukturen waren so bis in den 30ern, 1930, wie ich dargestellt habe, dass alles so natürlich war. Und ab diesem Zeitpunkt ist zum ersten Mal ein Armeegeneral an die Macht gekommen. Bis dahin waren alle Dynastien, die im Iran regiert haben, waren Stammesdynastien, die durch andere Stammesdynastien immer ersetzt worden sind, je nachdem 100 Jahre oder 200 Jahre regiert haben und dann wieder von einem anderen Stamm ersetzt worden sind. Aber 1925 hat zum ersten Mal ein Armeegeneral, der keinen nomadischen Hintergrund hat, einen Putsch gemacht und versucht hat, zum ersten Mal halt diese Modernisierung von oben nach dem Vorbild von Atatürk durchzusetzen. Er hatte dann eine moderne Armee gehabt dementsprechend und konnte alle Nomadengruppen besiegen. Unter anderem die Bakhtiaris, die einflussreichsten Nomadengruppe im Iran, die bis dahin sich immer in die Politik eingemischt haben eigentlich. Er hat alle Stammesführer eingeladen, 1930, zu einem Fest nach Teheran, und er hat alle in einer Nacht ermordet, sodass der Stamm kopflos wurde, wie man es damals dann interpretiert hat. Und die Aufstände, die dann entstanden sind, wurden auch regelrecht halt niedergeschlagen. Diese Sozialstruktur hat sich aber vor allem in den 60ern verändert. Da gab es eine weiße Revolution von Mohammad Reza Shah, der Sohn von dem Reza Shah, der den Putsch gemacht hat, wurde eine weiße Revolution durchgeführt, also eine Landreform, wo man dann den Titel Khan abgeschafft hat und versucht hat, Straßen zu bauen, Schulen zu bauen in diesen Regionen und die halt in die neue Nation Iran zu integrieren. Und man sieht auch, dass die iranische Bevölkerung, die zum Beispiel Ende 19. Jahrhundert so 40% Nomaden waren dann in 1997 nur noch 2,2% Nomaden. Das heißt, alles wurde sehr schnell und sehr systematisch von oben durchgeführt, diese Nationalisierungsprozesse. Man sieht, dass innerhalb 18 Jahre von 1970 bis 1988 die Zahl von Bakhtiari-Nomaden sich auf die Hälfte verringert hat. Und diese
Diese Veränderung ist zwar unterschiedlich zwischen verschiedenen Taifas, je nachdem, wo man gelebt hat, neben welcher Stadt man gelebt hat, aber man sieht diese Entwicklung bis heute, dass diese Bevölkerung halt stark abgenommen hat. 1958 wurden dann Nomadenschulen gegründet. In all diesen Dörfern und Nomadenregionen. Und das Interessante ist, dass 1983 waren 92% der Bakhtiari-Bevölkerung halt Analphabet. Aber ab dieser Zeit hat man vor allem nach der Islamischen Revolution 1979 hat man auf vielen Ebenen ein Dschihad angefangen. Hat man Dschihad genannt, Dschihad von Straßenbau, Dschihad von Schulenbau, Dschihad von, dass man die Struktur dieser Gesellschaft enorm verändert hat. Und aus diesen Strukturveränderungen sind Städte entstanden, aber zwei Arten von Städte. Einmal Ölstädte, wie gesagt, die ersten Ölquellen des Landes und der Region insgesamt, Nahosten, sind in diesen Gebieten entdeckt worden. Und die Bakhtiaris konnten als einfacher, ungelernter Arbeiter, als Tagelöhner halt da arbeiten. Und die haben am Rande diese Ölquellen halt Städte gebildet für diese Leute. Und es gibt dann viele Städte, ich habe gezählt so 7, 8 Städte, die nur so mit Öl anfangen, Öl und eine Stadt. Dann gibt es andere Städte, die man Il-Städte nennt, Stammesstädte. Kann man es übersetzen. Und es gibt Städte, die auf einmal aus einem Dorf entstanden sind. So eine kleine, so 10-Familien-Dorf ist jetzt auf einmal eine Stadt nach 40 Jahren. Das heißt zum Beispiel, es gibt so eine Stadt Ise. Ise wurde von 1967 bis 1977, innerhalb 10 Jahre, die Bevölkerung hat sich verdoppelt auf 10.000 Einwohner, und diese Bevölkerungszahl war 15 Jahre später, im Jahr 1992, mehr als versechsfacht auf 64.000 Einwohner. Und jetzt, nach 24 Jahren jetzt, ist die Bevölkerung fast 150.000, hat 50.000 Einwohner. Ich glaube, das kann man von Nomadisierung von Städten oder von Verdörflichung von Städten reden. Das heißt, es gibt zwar Städte, aber die Art und Weise, wie man da sein Leben regelt, die Art und Weise, wie die Nachbarschaften aussehen, die erinnern eher an Stammesstrukturen. Das heißt, diese Entwicklungen waren so schnell, dass man überhaupt diese Leute nicht in die urbanen Strukturen integrieren konnte. Wie sich diese Gesellschaft verändert hat von einer nomadischen Gesellschaft hin zu einer urbanisierten, so scheinurbanisierten Gesellschaft, was auf dieser institutionellen Ebene passiert ist, aber habituell, ich würde sagen, hinkt einiges hinterher. Und das kann man dann genauer studieren. Das ist auch mein Ziel dann, hinzugehen und Interviews zu führen und zu gucken, wie diese Leute sich fühlen, welche Arbeiten sie nachgehen und alle diese sozioökonomischen Aspekte herausarbeiten. Wenn man jetzt das Thema nimmt, Nationalisierungsprozesse und nomadische Gesellschaften, dann sieht man, dass die richtige Strukturwandlung erlebt haben und dass es nicht mehr selbstverständlich ist, Nomade zu sein. In Bezug auf Status nicht mehr, in Bezug auf Einkommen nicht mehr. Es lohnt sich nicht mehr. Alle überlegen sich, ob sie doch in die Stadt ziehen oder nicht. Ich habe Interviews gemacht eigentlich. Das war letztes Jahr, war ich da. Und als ich die Interviews gemacht habe, habe ich festgestellt, dass ich nicht viel, obwohl ich diesem Stamm angehöre, ich habe nicht viel Kenntnisse über diese die Figurationsgeschichte, wie sie sich entwickelt haben und verändert haben. Ich habe das Thema genommen über Identität, wie sie sich fühlen, Leute, zweite Generation in der Stadt. Ich habe dann gefragt, wie sie sich fühlen, wie sie sich definieren.
Und dann habe ich gemerkt, dass um das zu machen, muss man richtige Fragen stellen können. Und da brauche ich dann diese historische Perspektive. Und da, jetzt habe ich angefangen, die Bücher zu lesen, wie sich vor allem die politische Struktur verändert hat. Weil, wie gesagt, der Stammesführer oder Kalantar war eigentlich der Staat, der hatte alle Funktionen. Richterfunktion, Polizeifunktion, Verwaltungsfunktion. Und dann diese Funktion ist abgebrochen, wurde durch Nationalstaat mehr oder weniger ersetzt, auch nicht so gut. Aber um jetzt heute Fragen zu stellen, muss man wissen, wie diese Strukturen halt kaputt gegangen sind. Und das ist vor allem nach der Islamischen Revolution, hat dann Islam als eine Schicht von der Identität hat eine wichtige Rolle gespielt. Und man merkt auch, dass zunehmend, dass diese Nomaden, die sind eigentlich schiitische Nomaden, aber ihre Religion war eher so animistische Religion. Die haben halt auf Bäume oder Sterne und so weiter geschworen. Die haben aber auch ein bisschen diese schiitische Tradition gehabt, dass sie auch Ali, den ersten Imam, halt respektiert haben als Imam, und die sind auch eigentlich schiitisch. Aber das war eine Kombination von Schiit zu sein und gleichzeitig auch Nomade zu sein. Die Religion war nicht so islamisch geprägt, aber nach der Islamischen Revolution, vor allem in den Städten, sieht man halt die Präsenz von der Religion. Aber die haben auch ihre eigene Interpretation. Es ist nicht so, dass sie auch genau islamisch sind oder dieselben Traditionen übernommen haben wie die Stadtmenschen, sondern die haben auch ihre eigene Kombination. Ich würde sagen, die sind nicht so tief islamisch orientiert. Die beten nicht so regelmäßig. Es gibt selten Leute, die halt auch die Religion ernst nehmen, auch in den Städten. Aber trotzdem sieht man auch Veränderungen, dass sie sich ein bisschen mehr religiös geworden sind. Das heißt, die gesamte iranische Gesellschaft ist nicht mehr so religiös in dem Sinne. Und dementsprechend auch die Nomaden, die da ankommen. Ich würde sagen, die Gesellschaft ist nicht mehr religiös wie in der Anfangsphase der Gesellschaft, der Revolution in den 80ern. Und dementsprechend sieht man das auch in verschiedenen Gruppierungen. Aber viele Rekrutierungen finden auch immer noch innerhalb dieser Stämme statt für die islamische Regierung. Nicht aus den Städten, großen Städten, weil sie sehen, da sind die Reformprozesse, die kritischen Bewegungen stärker als in den Ölstädten oder diese ärmeren Städten in den Vororten von bestimmten Großstädten. Da kann man besser, zum Beispiel Ahmadinejad hat viele Leute aus diesen Regionen mobilisieren können. Auch so eine Kombination von Islam, Nationalismus, Regionalismus, ne? Kann man nicht so eine einfache Struktur erkennen. Es erscheint von außen widersprüchlich, aber es funktioniert trotzdem da. Ich glaube, das ist die Angst, dass wenn die Kinder gehen, es gibt keinen Wohlfahrtsstaat da. Es gibt in dem Sinne, wie man es in Österreich vielleicht hat oder in Deutschland. Die Kinder sind gleichzeitig die Versicherung, die Rente, alles, was man hat, die Existenz. Vor allem Söhne sind sehr wichtig, weil man muss gegen die Natur kämpfen. Das ist ein harter Kampf. Und man investiert viel in ein Kind, in einen Sohn. Und wenn der Sohn dann, wie Sie sagen, wegziehen will und in die Stadt gehen will, dann hat man ein existenzielles Problem. Entweder zieht er mit in die Stadt, was viele machen. Letztendlich, ich glaube nicht, dass der auch lange als Nomade leben wird, wie man den Konflikt gesehen hat. Es gibt viele Beispiele, dass man irgendwann mal dann in die Stadt zieht. Dann wird er mitziehen halt. In hohem Alter wird er in die Stadt ziehen. In einer ausdifferenzierten Stadtgesellschaft, da gibt es nicht viele Funktionen für Nomaden. Da werden sie dann als Tagelöhner arbeiten. Wie gesagt, in den Ölstädten, da kriegen sie Jobs, so einfache Jobs an den Ölquellen. Oder die können auch in anderen Branchen aktiviert werden, aber nicht
Sachen, die halt Spezialisierung brauchen. Die machen einfach harte Handarbeit da, so, wo man keine Spezialisierung braucht. Und die Hoffnung ist, dass dadurch, dass man dann diese Arbeit macht und seine Kinder dann in der zweiten Generation in die Schule gehen, die können aufsteigen. Das ist eine Hoffnung, die viele Bakhtiaris miteinander teilen. Dass sie hart arbeiten. Der Vater ist normalerweise, arbeitet woanders am Persischen Golf oder in Kuwait. Und die Familie ist dann in der Stadt und die Kinder gehen zur Schule und man hat die Hoffnung, dass man dadurch, dass man Geld nach Hause schickt, dann ist es wichtig, dass die Kinder zur Schule gehen und irgendwann mal halt andere Jobs übernehmen können. Das ist auch was für viele wichtig ist. Es hängt davon ab, ob Frau auch einen Job kriegt in der Stadt. Wenn die Frau keinen Job kriegt in der Stadt, dann, ich würde sagen, das ist keine Emanzipation, wenn man in der Stadt lebt. Dann wird man eine Hausfrau. Dann erzeugt man auch ganz viele Kinder, wie in der nomadischen Zeit, wo man dann zwischen 6 bis 12 Kinder bekommen hat. Macht man es auch in der zweiten Generation in der Stadt. Aber man hat nicht die Freiheit, die man auf dem Land hatte. Man sieht, dass die Frauen lockerer sind, die Haare sind draußen, sie sind auch selbstbewusster, die sitzen auch in den Gruppen von Männern. Aber das wird nicht in der Stadt notwendigerweise in der ersten Generation passieren, wenn die Frau keine Funktion hat in den Ämtern oder im öffentlichen Raum, was auch ganz oft der Fall ist. Es ist auch jetzt alles fragmentiert. Die Stammesstrukturen sind eigentlich jetzt so gut wie kaputt. Obwohl sie noch ein bisschen existieren, aber die wurden auch nicht so, die Funktionen, die der Staat übernommen hat, sind auch nicht so, die funktionieren auch nicht so gut. Die können das nicht ganz übernehmen. Das ist so ein Vakuum, habe ich das Gefühl manchmal. Im normalen Leben gibt es noch ein bisschen diese Stammesstrukturen. Wie gesagt, diese 2%, die da leben, die haben das mehr oder weniger, die regeln das gemäß diese Stammesstrukturen. Aber die Leute, die in der ersten oder zweiten Generation in der Stadt leben, die haben zwar noch Kontakte zu den Stammesgebieten, aber diese Autoritäten sind, die gelten nicht mehr in der Stadt. Zum Beispiel ein Kalantar, der Chef von einem Taifa, hat kein Sagen jetzt da in der Stadt. Die Gesellschaft hat sich auch enorm verändert. Die iranische Gesellschaft ist auch jetzt vor allem jetzt ist sehr ökonomisiert worden. Das heißt, das symbolische Kapital, das ein Stammesführer damals hatte, gilt nicht mehr. Du musst Geld haben, Eigentum haben, damit du anerkannt wirst. Du siehst auch diese Strukturen, zwischen den Stämmen gab es auch Machthierarchien, die sind auch jetzt durcheinander. Dass zum Beispiel der Sohn von jemandem, der kein Stammesführer war, ist aufgestiegen, ist Reichtum erworben und in einigen Augen ist er mehr wert als ein Stammesführer. Das heißt, diese Strukturen, je nachdem in welcher Familie. Aber ich würde sagen, grob, alles in allem ist es diese Stammesstrukturen, diese Machtstrukturen, die funktionieren nicht mehr. Die sind nicht nur das symbolische Kapital, sondern auch Weiden, die man hat, Länder, die man hat, wie groß sie sind. Eigentumsrechte, wie fruchtbar ist das Land, was man hat. Die Stämme, die halt höher in dieser Ranghierarchie sind, die haben bessere Weiden zum Beispiel für die Schafe. Das kann man merken dann, die Unterschiede. Es ist nicht so, dass alles so gleich verteilt ist. Und die Art und Weise, wie sie auch untereinander heiraten. Die heiraten nicht so einfach ziellos, sondern es ist alles klar definiert, aus welcher Familie man heiraten soll, wenn man oben in der Hierarchie ist. Man heiratet nicht nach unten, man sucht immer nach gleicher Gesinnten oder die auf derselben Ebene sind. Es sind ungefähr 90 Stämme in diesen Bakhtiaris und die Hochzeiten finden immer auf derselben Ebene statt. Das ist so ein Halbkastensystem, habe ich das genannt. Das ist nicht so durchlässig und anarchistisch, dass alle so nur nebenbei reguliert wird, sondern diese Autoritäten, die werden auch von Generationen, wenn man es jetzt so nimmt, oder Häuptlinge, Stammeshäuptlinge, die wurden von Generation an Generation weitergegeben. Nicht so ein einfacher Mensch kann Stammesführer werden. Du musst eingeordnet sein in einer Familientradition. Man merkt es zum Beispiel, du siehst dann neben einem Haus auch ein Zelt.
dass man ein Zelt hat neben dem Haus. Oder die Art und Weise, wie die Leute halt kommunizieren. Die sind nicht so, dass man in den Häusern bleibt, sondern vieles findet auf der Straße statt, vor den Häusern. Dass diese Kommunikation im öffentlichen Raum so viel, viel stärker ist, so persönlich ist, persönlicher ist. Nicht so anonymisiert und individualisiert, sondern die Leute kennen sich sehr, sehr gut. Und dass die Leute auch, die Nachbarschaften sind auch definiert. Diese bestimmte Stimme sind da, die anderen sind da. Die ziehen auch zueinander. Und die Art von Kleidung kann man es sehen. Die Sprache, die gesprochen wird, ist kein Persisch dann. Die erste Generation ist dann so, wie ich es dargestellt habe, dass die Räume eigentlich nicht so geteilt sind, dass man einfach vorbeikommt, an die Tür klopft und reingeht. Dass immer viel los ist auch zu Hause. Dass es so keine Privatsphäre gibt in diesem Sinne. Aber jetzt in der zweiten Generation, man sieht diese Anonymisierung, die neuen urbanen Strukturen halt, dass man versucht halt Apartments zu bauen, halt große Hochhäuser, wo es dann andere Strukturen vorherrschen. Aber die erste Phase, wo die Nomaden auf einmal kommen, dann ist die Stadt, würde ich sagen, nomadisiert.